So, wir sind jetzt hier am schönen Grünrand von Dortmund, wo die SPD heute aktiv und sehr sportlich Wahlkampf betreibt. Sie kommen nämlich gerade von ihrer Fahrradtour zurück. Und wir nutzen heute die Chance, um einige SPD-Mitglieder nach ihrer Meinung zum Integrationsrat zu fragen. Ja, wie wichtig finden Sie die Integrationshalle? Wie wichtig finden Sie die Einrichtung im Stadtrat in Dortmund? Ja, das ist eine ganz wichtige Einrichtung, die wir da haben, die uns auch was wert ist, in dem Sinne, dass wir sie wertschätzen, weil Integration findet halt im Leben statt, im Sportverein statt, auf der Straße statt, aber eben auch im Parlament, in der Kommune, wo wir alle zusammensitzen und über wichtige Dinge entscheiden. Deswegen ist es gut, dass es einen Integrationsrat gibt, der ja ein eigenes Gremium ist und der dann Mitspracherecht hat und alle Vorlagen eben auch vorgelegt bekommt. Herr Chagui, was ist denn das Ziel der internationalen Liste in Bezug auf den Integrationsrat? Wir wollen die gute Arbeit noch nicht weiter fortführen. Wir wollen Integration weiter fördern in unserer Stadt und das gemeinsame Zusammenleben. Warum denken Sie, ist es so wichtig, dass auch gerade Leute, die hier schon integriert sind und die aus Selbstzuwanderungen waren, damit unterstützen, die aktuellen Flüchtlinge oder Migranten beizuhelfen? Meine Eltern sind hier irgendwann Ende der 60er nach Deutschland gekommen. Gebürtig aus Marokko. Ich bin hier geboren und groß geworden und denke, dass ich da jetzt auch eine Vermittlerrolle übernehmen kann. Und das sehe ich als große Chance. Und wir haben da Lust drauf. Wir haben uns dafür entschieden und dafür kandidieren wir. Wir haben hier eine super Vereinslandschaft in Dortmund und da hat der Integrationsrat sicherlich auch einen Großteil dazu beigetragen.